Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Betriebsberater im Gespräch. Wir sind heute im Industrieclub in Düsseldorf. Zu Gast bei uns ist Frau Rechtsanwältin Dr. Andrea Panzer-Hemeyer von Arkis Rechtsanwälte. Heute geht es um das Thema Betriebsratsvergütung. Frau Kollegin, was tun Sie bei Arkis genau? Ich leite das Arbeitsrecht bei Arkis. Ich habe die Kanzlei 2006 mitgegründet, stehe seitdem dem Arbeitsrecht vor. Mittlerweile haben wir ungefähr 10 Kollegen, die sich ausschließlich um arbeitsrechtliche Themen kümmern. Und seit 2 Jahren bin ich auch Managing Partner in der Kanzlei, beschäftige mich also neben der Mandatsarbeit auch noch mit der Ausrichtung und dem Management der Kanzlei, was ja gerade in der heutigen Zeit mit all den Anforderungen Legal Tech, Ausrichtung am Markt besonders spannend ist. Wenn man sich so ein bisschen umschaut draußen, man hat ja den Eindruck, es gibt keine Veranstaltung mehr, wo es nicht um Betriebsratsvergütung geht. Ist das nur so gefühlt so oder ist das ein heißes Thema? Also mein Gefühl ist so. Es mag aber auch daran liegen, dass ich bei all den Veranstaltungen in der Regel teilnehme. Es ist ein absolut heißes Thema zurzeit. Das Ganze ist bedingt dadurch, dass die Staatsanwaltschaften sich sehr mit dem Thema beschäftigen seit geraumer Zeit. Das Ganze interessanterweise häufig ausgelöst durch anonyme Anzeigen von Menschen, die meinen, dass Betriebsräte zu viel Geld verdienen. Manchmal hat das sicherlich auch was mit einem Neidfaktor zu tun. Und dann müssen die Staatsanwaltschaften entsprechend ermitteln. Und es scheint so zu sein, als würde es die Staatsanwaltschaften auch ganz besonders interessieren. Wir haben vielleicht, wenn man da ein konkretes Beispiel noch mit nennen kann, oder das populärste, was man auch in der Presse momentan viel liest, ist die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die sich ja mit der Vergütung von Herrn Osterloh als Konzernbetriebsratsvorsitzender beschäftigt und mittlerweile auch Anklage erhoben hat, aufgrund, nicht gegen ihn, sondern aufgrund seiner Vergütung und der einige seiner Kollegen mit der Vermutung, sie hätten überhöhte Zahlungen erhalten. Und da wird dann ermittelt wegen Untreue. Sie gelten im Markt ja eher als Arbeitgeberanwältin. Wie verhält sich das denn jetzt, dass Sie auch Betriebsräte vertreten? Ja, das ist ganz interessant. Ich bin angefragt worden vor mittlerweile 3 Jahren und habe erst gestockt und habe gedacht, was will denn jetzt ein Betriebsrat von mir? Ich bin ja, wie Sie schon sagen, ausgewiesene Arbeitgebervertreterin. Bin dann nach Wolfsburg gefahren und habe dort die betreffenden Personen kennengelernt, habe mich aber auch das erste Mal wirklich mit dem Thema beschäftigt und habe festgestellt, dass es gerade in den großen Konzernen gar kein Konfliktthema zwischen Betriebsrat und Unternehmen. Das ist ein Thema, wo Unternehmen und Betriebsräte gemeinsam ein Interesse haben, nämlich ein Interesse an Rechtssicherheit, ein Interesse daran, eine Systematik zu schaffen, eine Vergütung zu finden, die nicht dazu führt, dass die Vorstände, die Personalleiter mit einem Bein im Gefängnis stehen, sodass wir da keine Konfliktsituation haben, die für mich schwierig gewesen wäre von meiner Ausrichtung her, sondern eher ein gemeinsames nach vorne gehen, sodass es da auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Kollegen gab, die das Unternehmen vertreten. Nochmal so im Einzelnen, wir haben ja 2 Aspekte. Das ist ja einmal ein rein arbeitsrechtlicher Aspekt und das andere ist ja der strafrechtliche Aspekt. Wo ist denn der Einstieg in die Thematik? Der Einstieg in die Thematik ist das Arbeitsrecht und die Frage, ist die Betriebsratsvergütung zutreffend bemessen oder nicht? Wenn die Betriebsratsvergütung zu hoch bemessen ist, können sich hier im Ganzen 3 Straftatbestände stellen. Einmal § 119 Betriebsverfassungsgesetz. Der ist relativ zahnlos. Der wird nur auf Antrag verfolgt, Geldstrafe und Freiheitsstrafe bis maximal 1 Jahr. In der Regel erfolgen keine Anträge. Dann haben die Staatsanwaltschaften vor Jahren die Untreue in dem Zusammenhang erkannt und haben festgestellt, wenn die Betriebsratsvergütung zu hoch ist, dann ist sie nichtig. Ist sie nichtig, hat das Unternehmen Geld bezahlt, wofür es keinen Rechtsgrund gab. Und dementsprechend kann man sich dann im Untreuetatbestand befinden. Der berühmteste Fall in dem Zusammenhang ist sicherlich Hartz Volkert, auch Volkswagen vor einigen Jahren, der durch die Presse gegangen ist, wo es auch entsprechend zu Verurteilungen kam. Was seit einigen Jahren dann dazu kam, ist die Steuerhinterziehung. Die macht es wirklich besonders schwierig. Die Argumentation ist, dass eine zu hohe Betriebsratsvergütung eine Steuerverkürzung, Steuerhinterziehung darstellt, weil das Unternehmen das Geld, was sie jetzt beispielsweise an Osterloh gezahlt haben, nicht als Unternehmensgewinn versteuert haben, sondern anderweitig gezahlt haben. Das ist wirklich sehr merkwürdig für einen Nichtsteuerrechtler, weil man muss ja überlegen, was zahlt Herr Osterloh an Einkommensteuer drauf? Das sind 45% bei den Beträgen, plus gegebenenfalls Kirchensteuer, Soli etc. Das Unternehmen hätte als Kapitalertragssteuer 15% gezahlt. Also der Sozialkasse, der Staatskasse ist mehr Geld zugeflossen durch die Verwendung dieses Betrages als Betriebsratsvergütung, als wenn es als Unternehmensgewinn versteuert worden wäre. Sodass, wenn man das Ganze saldieren würde, man überhaupt nicht von einer Steuerhinterziehung oder Verkürzung reden könnte. Diese Steuerarten sind aber getrennt zu beachten. Das heißt,
Die zu hoch gezahlte Steuer von Herrn Osterloh, sollte er zu viel bekommen haben, wird nicht verrechnet gedanklich mit der zu wenig gezahlten Kapitalertragssteuer. Und so kommt das Unternehmen dann in die Steuerhinterziehung. Wir wissen alle, die Finanzämter in Deutschland, man kann kaum was Schlimmeres machen, als sich mit dem Finanzamt streiten. Da ist man ganz schnell in der Strafe bis hin zum Gefängnis. Gut, ein bisschen verstehen kann man das ja schon. Weil wenn man daran anknüpfen würde und sagen, die Vereinbarung ist nichtig, dann wäre das ja auf der Ebene zurück abzuwickeln und dann von der Gesellschaft zu versteuern. Ich will aber noch ein anderes Thema kommen, was damit ja ganz eng zusammenhängt. Könnte nicht eigentlich jeder einzelne Aktionär auf die Idee kommen und sagen, meine Dividende wäre doch höher gewesen, wenn der Betriebsrat weniger Vergütung bekommen hätte? Interessante Frage, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Das Interessante ist auch wiederum bei Volkswagen, das ist von einem Aktionär aufgebracht worden. So ist die Vermutung. Ein Aktionär hat das mehrfach auf der Hauptversammlung angesprochen, das Thema. Dann gab es eine anonyme Anzeige. Man vermutet oder man ahnt, wer das wohl war. Das heißt, das kommt schon aus diesen Ecken. Ich sehe jetzt aber nicht den rechtlichen Anknüpfungspunkt, wie dann sozusagen ein Aktionär gegen die Gesellschaft klagen könnte, außer über diesen Weg, über das Strafrecht. Ja, Strafrecht sanktioniert ja immer nur die Vergangenheit. Was kann man denn tun, damit in der Zukunft keine Verstöße mehr vorkommen? Man kann natürlich überlegen, ganz entspannt zu sagen, jeder hält sich jetzt ans Gesetz. Das ist immer so das Erste, was man so im Kopf hat, wenn man denkt, naja, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, muss es ja einen Gesetzesverstoß gegeben haben. Das mag dann auch so sein. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie das Verfahren da ausgeht. Man muss sich aber damit beschäftigen, dass das Gesetz, was die Betriebsratsvergütung regelt, uralt ist. Wir haben dieses Jahr das 100-jährige Jubiläum des Betriebsverfassungsgesetzes, was auf dem alten Betriebsrätegesetz basiert. Und die Normen, die die Betriebsratsvergütung regeln, stammen aus den 70ern. Das heißt, eine Zeit, als die Betriebsräte noch lange nicht die Arbeit erledigt haben, die sie heute machen, gerade in Konzernen, und wo es vor allen Dingen darum ging, die Betriebsräte nach unten hin abzusichern. Das heißt, der Gedanke war, wir haben eine Regelung, dass der Betriebsrat ein garantiertes Minimum erhält. Und die Rechtsstreitigkeiten ranken sich dann immer nur um die Frage, wie kann der Betriebsrat mehr verlangen, hat er einen Anspruch auf mehr oder nicht. Jetzt kommen wir aber in den Bereich, dass die Staatsanwaltschaften so ein bisschen das Gefühl haben, das, was das Minimum ist, ist auch gleichzeitig das Maximum. Und deswegen bei einer Überschreitung komme ich dann in die Nichtigkeit, in die Strafbarkeit. Mit anderen Worten, was kann man machen? Man muss die Gesetze ändern. Und da gibt es absolute Einhelligkeit. Es gibt keinen Arbeitsrechtler, egal ob Arbeitgebervertreter, Betriebsrats, Arbeitnehmervertreter, der nicht die Ansicht vertritt, diese Gesetze passen nicht mehr in die heutige Zeit, die passen nicht mehr zur heutigen Mitbestimmung, müssen zwingend angepasst werden. Nur bei unserer jetzigen Koalition, bei den politischen Strömungen, fasst niemand leider dieses heiße Eisen an. Mit der Folge, dass mittlerweile bei einer Vielzahl von Konzernen die Staatsanwaltschaft ermittelt, eine wahnsinnige Unsicherheit zwischen den Betriebsparteien besteht, wie man mit der Situation richtig umgehen kann. Denn es ist ja sicherlich auch für beide Beteiligten das Damoklesschwert, was darüber schwebt. Absolut. Also über den Betriebsräten schwebt das Damoklesschwert, ist meine Vergütung richtig oder nicht? Denn man muss sich vor Augen halten, ist die Betriebsratsvergütung falsch? Dann muss sie von einem Tag auf den anderen gekürzt werden. Und nicht zurückgefordert werden, wenn wir bei der Nichtigkeit bleiben. Und, richtig, und zurückgefordert werden. Jetzt haben wir in dem Bereich der Betriebsräte in Konzernen immer Tarifverträge und tarifvertragliche Ausschlussfristen. Das heißt, wir haben hier in der Regel 3 bis 6 Monate maximale Rückforderung. Das begrenzt das Risiko ein bisschen. Aber es wird halt mit Wirkung für die Zukunft sofort gekürzt. Und zwar ohne ein Instrumentarium wie Änderungskündigung, ohne Einhaltung von irgendwelchen Fristen. Man kann es ja auch der Presse entnehmen, bei Volkswagen hat man im Dezember 2017, also kurz vor Weihnachten, die Vergütung der Betriebsräte erheblich reduziert. Und da gab es keinerlei Übergangsfristen etc. Also das ist das Damoklesschwert über den Betriebsräten. Da kann man auch sagen, na gut, selbst schuld, die haben halt auch zu viel Geld bekommen. Könnte ja sogar die Meinung vertreten, sollen sie froh sein, haben sie ein paar Jahre zu viel bekommen. Das Damoklesschwert für die Vorstände und für die Personalleiter ist nochmal ein ganz anderes, ein viel gravierenderes. Wir haben einmal das Strafrecht, wir haben ja die Anklageerhebung bei Volkswagen gegen 2 ehemalige Personalvorstände, einen ehemaligen und einen aktuellen Personalleiter, ist alles öffentlich bekannt, und potenziell gegebenenfalls auch Rückforderungen des Unternehmens. Denn da greifen keine tarifvertraglichen Ausschlussfristen. Da kann man durchaus überlegen, dass die Strafen, die dann da anfallen, die Nachzahlungen, bei der Steuer haben wir immer Zinsen, Säumniszuschläge etc., dass man die auch bis zu 10 Jahre von den Vorständen entsprechend zurückverlangen kann. Also das ist das Damoklesschwert, was über denen hängt. Ja. Ja, danke für diese interessanten fachlichen Einblicke in das Thema Betriebsratsvergütung. Ja. Abschließende Frage unsererseits, welches nicht fachliche Buch lesen Sie aktuell? Ich wusste ja, dass die Frage kommt und habe mir ernsthaft fast mehr Gedanken darüber gemacht als über das Fachliche. Überlegt, welches Buch ich mir jetzt ausdenken kann, was intellektuell witzig und so weiter ist. Fakt ist aber, ich habe neben meinem Job 2 kleine Kinder, 7 und 3 Jahre.
Wenn ich lese, ist das Drache Kokosnuss abends zum Einschlafen und ansonsten liege ich auf der Couch. Also da ist nicht mehr viel mit Lesen am Abend. Ja, danke Frau Panzer für diese interessanten Ausführungen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute zum Thema Betriebsratsvergütung aus dem Industrieclub in Düsseldorf.